Hallöchen, ihr Lieben. Ja, jetzt haben wir wieder den Tag 8, also das Kalendertürchen 8 ist heute dran, ne? Da ich aber wieder vordrehe, kommt das Aufmachen der Türchen etwas später, weil ich habe ein paar Inspirationen für euch. Als allererstes habe ich mir, ich habe ja von gestern die Rückseite von meinem neuen Blog. Und da habe ich jetzt auch nochmal die Rückseite bestempelt mit meinem großen Stempel. Nun ist mir das aber ziemlich langweilig. Wollte ich also noch was aufbringen. Ich habe es auch hier oben versucht mit meinem Stencil, den ich ja hierfür verwenden wollte, das hier so mit meinem Schwämmchen da zu tupfen. Das hat mir aber nicht wirklich gefallen. Ich möchte, dass da noch ein bisschen was hervorgehoben ist. Also habe ich mir den Holzfüller vom Action genommen. Dann habe ich diese Kreativ-Paints. Davon habe ich einige Flaschen und bis jetzt noch nicht benutzt. Und das hat hier eigentlich so einen, ja, leichten Schimmer. Das ist aber sehr transparent, finde ich. Und ja, bis jetzt habe ich noch nicht so weitere Einsatzmöglichkeiten gefunden, aber vorhin ist mir eine Idee gekommen, weil ich will hier eine Spachtelmasse haben und die will ich in Grau haben. Also habe ich hier mir was angerührt und das habe ich aus diesen drei Komponenten gemacht. Ja, das ist noch eine ganz, ganz alte Pinaten-Babypuder-Dose. Die ist wirklich sowas von alt. Die hat mal eine Mark 29 gekostet. Also ein DM. Also wirklich, die ist Asbach uralt. Die habe ich damals bei der Wohnungsauflösung von meiner Oma mir unter den Nagel gerissen. So, ich habe mir ganz einfach hiervon einen gewissen Klecks einfach hier rauf gemacht. Gar nicht mal so viel, weil es wird mehr. Weil wenn wir dann, ich lege das mal so hin, damit ihr das weiterhin im Bild habt, was ich hier verwendet habe. Dann habe ich die Farbe rauf gemacht und habe das Ganze wirklich hier schön verteilt. Das ist jetzt hier schon ein bisschen fester, weil mittlerweile habe ich schon Mittag gegessen. Aber das spielt keine Rolle, weil das kann ich mir auch noch mal ein bisschen flüssiger machen, also geschmeidiger, indem ich hier einfach noch mal einen ganz kleinen Tropfen von dieser Farbe reinmache. Als ich das angerührt habe, war es doch recht flüssig. Und dann habe ich das Ganze halt einfach mit Babypuder zu einer cremigen Masse vermischt hier mit so einem Spachtel eben halt, mit so einem Spatel. Das kann man natürlich auch mit dem Pinsel machen. Ich habe es jetzt nicht in einem Döschen gemacht, weil wenn jetzt hier Reste übrig bleiben, die entsorge ich dann, die behalte ich dann jetzt nicht. Und dann habe ich das wieder auf ein Probestück gemacht erstmal, weil wenn ich mir das jetzt versaue, ist das ein viel größerer Arbeitsaufwand, als wenn ich mir einfach ein Probestück nehme und das da ausprobiere. So, und dann nehme ich mir jetzt mein Stencil und setze mir hier oben. Hier oben will ich die eine Uhr haben. Jetzt muss ich aber mal gucken, dass die auch richtig rum ist. Mist, verdammter. Das X. Ach, jetzt müsste man die römischen Zeichen kennen, wa? Jetzt habe ich's. Da ist nämlich 1, 2, 3. Daran kann man sich dann orientieren. Die soll aber so ein bisschen schräg sein. Und da nehme ich mir Washi-Tape, weil davon haben wir einiges. Und es wird ja nicht besser, wenn man es nicht benutzt. Mein Glitzer-Washi-Tape würde ich dafür jetzt natürlich nicht verwenden. Und ich klebe mir jetzt erstmal alles das ab, was eben halt nicht mitgestencelt werden soll. Weil, ja, diese Masse kriegt man hinterher nicht mehr runter. Ups, das war zu nah dran. So, und damit klebe ich das dann auch schon mal hier ran. Also fixiere das schon mal. So, wo ist jetzt wieder dieser verflixte Anfang? Ach Mann, ey. Ja, ich könnte ja auch mal meinen Abroller in Benutzung nehmen. Aber ja. So. Ja, und dann geht es eigentlich schon ans Spachteln. Und ja, oft denkt man, man braucht viel, aber das ist ein Trugschluss. Man braucht gar nicht so viel. Und deswegen
Und es soll ja auch so ein bisschen abgeranzt aussehen. Also ja, ich hätte vielleicht einen sauberen Spachtel nehmen sollen, der nicht so viele Krümel beinhaltet. Naja, egal. Kriegen wir schon hin. So, das reicht schon vollkommen aus. Und dann ziehe ich das einfach ab. Tada! Guckt euch das an. Das sieht schon richtig cool aus. Gefällt mir. So, jetzt mache ich das aber mal schnell sauber, weil das trocknet nämlich doch ganz schön. Und das Washi-Tape mache ich mir hier ab und nehme es nochmal. So, welche Uhr nehme ich denn jetzt? Ich denke mal, ich werde jetzt glatt noch diese große Uhr hier verwenden. Ah, oh, geht zur Seite. Soll ja nur so partiell sein, weil es ist die Rückseite. Also da muss ja gar nicht so viel drauf sein. Aber diese zwei Uhren, die fand ich so cool, die wollte ich jetzt hier mit drauf haben. Obwohl ich das eigentlich auch mit stenciln könnte und die fünf auch. Das heißt, ich klebe mir das lediglich hier so fest. Hier. Damit sich das nicht immer beim Spachteln anhebt. Und hier. Und dann nehme ich wirklich den ganzen Rest und verteile den hier in alle Vertiefungen, die da sind. So. Zack, zack, erledigt. So. So, damit wir da nicht wieder reinditschen. So, jetzt kann das Washi-Tape aber weg. Und dann auch gleich wieder sauber machen. Ja, das Ganze muss jetzt hier erstmal durchtrocknen. Und morgen werde ich euch dann noch eine weitere Idee zeigen zu diesem Block. Denn da habe ich also einige Anfragen gekriegt und das will ich gleich mit diesem Block dann eben halt umsetzen, so damit ich euch zeige, dass jeder eigentlich sich so ein Ringbuch machen kann. Dann habe ich aber noch was euch mitgebracht, eine Idee, die ich umgesetzt habe, denn auch ich möchte bald mal Sekunde, ich muss das mal hier kurz abkratzen, damit das hier nicht so dolle antrocknet. Also das ist immer ganz gut, wenn man sein Werkzeug so schnell wie möglich säubert. Klar, bei so eine Sachen, die eben so trocknen, da ist es nicht weiter tragisch. Das kriegt man auch mit dem Cuttermesser dann wieder abgeschabt. So, ich habe mir vor einer gewissen Weile Primer and Ball Paint gekauft gehabt. Unten im Keller hätte ich wahrscheinlich auch noch richtigen, klar, also richtigen weißen Lack gehabt. Da hatte ich jetzt aber keine Lust runterzugehen. Also habe ich das einfach verwendet für. Tada! Ich habe mir von der Mona mal diese Bratenpfanne besorgen lassen, aber speziell wirklich zum Färben von Papier. So. Und dann habe ich mir überlegt, verdammt, die ist ja schwarz. Da sehe ich ja gar nicht, welchen Farbton meine Flüssigkeit hat. Die ich hier hineingeben möchte. Und das ist mir wichtig. Ich möchte eine Kontrolle über den Farbton haben. Sei es Kaffee, Tee oder was auch immer für eine Farbe ich hier reingebe. Und das geht natürlich bei Schwarz nicht, weil das sehe ich nicht. Ja, klar, wenn ich ein weißes Blatt Papier habe, dann sehe ich das so drauf. Ich will es aber vorher sehen, bevor ich das Papier reinlege. Also habe ich mir gedacht, raus auf den Balkon, habe mir diesen Primer genommen und habe den hier schön eingesprüht, dass der Boden komplett weiß ist. Der ist auch stumpf. Ja, ich bin noch am Überlegen, ob ich hier nochmal Klarlack drüber ziehe. Ich habe auch schon die Probe gemacht, ob das hier abgeht. Ah, siehst du, da geht's ab. Haha. Ja, aber normalerweise schabt man ja jetzt nicht mit seinem scharfen Fingernagel da drinne. Faktum ist, wenn ich jetzt nochmal mit Klarlack drüber gehe, dann habe ich das auch versiegelt. Ist vielleicht auch für euch eine Idee. Ja,
falls euch das stört. Mich würde es stören, deswegen habe ich es gemacht, ausprobiert, zumal ich dieses Ding sowieso extra fürs Färben vom Papier geholt habe. Und so heiße Temperaturen kommen hier auch nicht rein. Und sollte das abblättern, ja, dann hole ich eben halt alles wieder raus und sprühe es eben halt wieder mit dem richtigen Lack nochmal ein. Also ihr könnt auch gleich richtigen weißen Farblack nehmen, lasst das gut durchtrocknen. Und wie gesagt, wenn es euch für euch eben halt eine Option ist, ja, das eben halt auch so haben zu wollen, wie ich mir das hier gemacht habe. Wie das dann wirklich aussieht, wenn Papier drin ist, das zeige ich euch auch noch, aber nicht mehr diese Woche. Das schaffe ich einfach zeitlich nicht. Guten Morgen, ihr Lieben. Ja, wir haben Tag 8. Ich bin auch ein bisschen im Stress. Deswegen werde ich das jetzt hier relativ zügig heute abdrehen, zumal ich gleich auf dem Weg zum Zahnarzt bin. Und ist zwar erstmal nur eine Kontrolle, um den Bestand zu überprüfen, aber ja, gemacht werden muss es ja trotzdem. Und ich mag, also wer mag schon Zahnarzt? Aber ja, ich fange mit der lieben Betty an. Rotkleeblüten, das ist wieder total lieb von dir. Der hilft gut, wenn man mit Wechseljahrenbeschwerden zu kämpfen hat. Also alle Frauen, die ab und zu mal so die eine oder andere Hitzewallung habt, damit könnt ihr das so ein bisschen regulieren. Ich trinke den ganz gerne und von da freue ich mich natürlich ganz, ganz doll über dieses kleine Geschenk von dir. Also Rotkleeblütentee. So, dann machen wir die 8 von der lieben Mona. Befreien wir aus ihrem Gefängnis. Oh, blau. Ich habe es immer noch nicht geschafft, nochmal nachzugucken. Aber ja, ich freue mich auch hierüber ganz dolle. Und dann gucken wir mal, was die liebe Roxy für mich bereithält für eine Überraschung. Ha, ein Tee. Das Erdbeerkirsch. Geschmack, der riecht wieder sehr, sehr fruchtig. Oh, was kommt denn hier zum Vorschein? Ach, na, das trifft sich ja gut für Halloween. Ach, Halloween, ich sag ja, ich bin. Ja, es hat auch einen Grund. Ja, ganz tolle Herzchen sind hier drin, ne? So ein Streudeko. Die werden dann bei den Valentinstagkarten verschwinden. Ja, und dann hat sie mir hier so eine außergewöhnliche Stanze reingemacht. Da weiß ich allerdings noch nicht, für was die sein soll oder was die darstellen soll. Ob das einfach nur, ja, ein Motiv ist, was ich mir mehrere Male ausstanzen kann und dann aneinandersetze, oder ich könnte eine Blume daraus machen. Ja, wenn man die mehrere Male auseinanderstanzt und dann immer versetzt übereinander legt, dann wird das bestimmt eine Blume. Ich hoffe, ich war so intelligent, es auch wirklich als solches zu erkennen. So, ihr Lieben, das soll es heute, also für heute gewesen sein. Ach nee, Quatsch, ich erzähle ja Schwachsinn. Wenn ich wiederkomme, werde ich den Gewinner von meinem 750 Abo-Spezial, also von meinem 750 Abonnenten, Dankeschön auslosen. Aber das schaffe ich jetzt leider nicht mehr morgens, weil ich muss ja die Lose noch fertig machen. Und ich werde mich jetzt fertig machen, um dann eben halt zum Zahnarzt zu gehen. Und dann sehen wir uns bald gleich wieder. So, bevor es jetzt mit der eigentlichen Verlosung losgeht, bin ich noch gefragt worden. Ich hatte ja in dem letzten Video hatten wir dieses, oder ich in dieses Cover eben halt vorbereitet und da habe ich diese Gräser und ich hatte hier auch noch so ein paar andere Stanzteile gezeigt. Hier war so ein Hammer mit bei. Ja, habe ich auch nur doch Hammer und dann haben wir hier auch noch einen Schraubenzieher. Aber eben halt auch diese Gräser. Und ich bin eben halt gefragt worden, von welcher Firma diese Gräser, so sehen die alle aus. Also das sind drei Stück, drei unterschiedliche. Ich nehme mal jetzt von jedem nur eins, weil alles andere würde jetzt echt irritieren. So, so und so. Das sind die drei Gräser. Und von der anderen Stanzform habe ich jetzt nur Hammer und Schraubenzieher ausgestanzt gehabt. Und die Gräser sind von Kraft Emotion. Das ist ein relativ kleines Stanzset, sehr, sehr filigran. Ich würde euch empfehlen, immer doppelseitiges Klebeband hinten drunter zu machen. Deswegen sind die nämlich auch noch nicht verarbeitet, weil ich das nämlich total vergessen habe.
Aber das gibt, glaube ich, von Ideen mit Herz so eine ganz dicke Rolle mit doppelseitigem Klebeband. Bei solchen Teilen reicht das eigentlich auch, wenn ihr 6 mm Klebeband euch irgendwo aufklebt und dann genau in diesem Streifen von den 6 mm oder 9 mm eben halt ausstanzt. Also es muss gar nicht vollflächig durchgeklebt werden. Ja, und dieses Werkzeug hier ist von Marianne Design, Craft Tablets. Silver Selection. Und da haben wir einen Hammer, einen Schraubenzieher, einen Schraubenschlüssel, eine Bohrmaschine und ja, soll wohl wahrscheinlich so eine Hand, so eine Baumsäge, so eine Handsäge sein. Ja, die kann ich euch nur empfehlen. Da gibt es auch noch so ein Set mit na, Zahnräder, jetzt habe ich es. Oder auch eben Tags, wobei Tags so einfach zu machen sind. Und Angelharten. Oder wie heißen die denn? Mensch, jetzt fällt mir dieses Wort nicht ein. Der Angelhaken ist klar. Aber naja, egal, ist nicht so wichtig. Ich halte es nochmal richtig hoch, dann könnt ihr das sehen. Achso, die Artikelnummer wäre C3 1549. Ja, und dann findet ihr das eigentlich relativ schnell. Jo, ich räume das mal jetzt weg und dann geht's gleich weiter. So, meine Hübschen, jetzt geht's los. 8 Leute sind in den Lostopf reingewandert. Ich denke mal, das lag daran, dass nicht so viele mitgemacht haben, weil ich es nicht als Gewinnspiel gekennzeichnet habe. Aber dementsprechend ist natürlich eure Gewinnchance umso größer. So, ich will auch gar nicht lange rum. Weil ich bin ganz schön groggy. Ich mache jetzt die Dose auf, gucke nach oben und ziehe den ersten Platz, das Junk Journal. So, hier habe ich den Gewinner für das Junk Journal von der Kräuterelfe Betty, Silvia Neumüller. Also, herzlichen Glückwunsch. Du bekommst das Junk Journal. Das Adventskalender Junk Journal von der lieben Betty. Oh, da freue ich mich. Also ich freue mich bei jedem. Ja, also ich schreibe das auch gleich dazu. JJ, dann weiß ich, was du bekommst. Das ist der erste Preis. Jetzt ziehe ich den zweiten ersten Preis. Und ich gucke da auch nicht rein. Ich sehe das nicht. Und da haben wir die Roxana. Roxy, du hast also den zweiten ersten Preis mit dem ganzen Bastelmaterial. Ich hoffe, du freust dich. So, und jetzt kommen wir zu dem Trostpreis, den ich ja noch mit reingelegt habe. Und wieder haben wir ein Los und ich mache es auseinander. Und da haben wir Ariat 814. Ja, ich gratuliere euch allen drei ganz, ganz herzlich. Und wenn jemand gerne noch wissen möchte, wie man diese Zahlen dort hinten wegbekommt bei dem Kanalname, denn YouTube hat sich da was mit Alias einfallen lassen, mit so einem Ad-Zeichen davor. Und bei manchen Namen tauchen eben halt entweder alte Kanalnamen auf oder aber eben halt auch irgendwelche Zahlenkanonen. Ich werde euch unten in dem Video, also unten in der Infobox, ein Video reinsetzen, eine Verlinkung zu einem anderen Kanal. Der Jan hat das richtig toll erklärt, wie man das dann eben halt in den Einstellungen auf dem Computer in seinem Kanal, weil ein Kanal hat ja jeder, der kommentieren kann. Die Frage ist eben halt, ob er als Kanal genutzt wird oder aber ob man eben halt auch Videos dreht. Aber ein Kanal hat jeder. Jedenfalls der kommentieren kann, weil ohne eine Anmeldung bei YouTube könnte man nicht kommentieren. Ja, also wie gesagt, wenn das jemanden interessiert, wie er seinen Alias so einrichten kann, also dass er einem auch gefällt. Denn mir ist damals vorgeschlagen worden, als das eingefügt worden ist, ist noch gar nicht so lange her, Kreativfalter und dann auch noch Papierunikarte mit Herz. Und das war mir aber, Sekunde. Das war mir ehrlich gesagt ein bisschen zu lang, also habe ich dann eben halt wirklich nur Ad Kreativfalter als Alias und da bin ich bei YouTube ganz schnell zu finden. In der Infobox ist auf jeden Fall meine E-Mail-Adresse. Also die Roxana und die Silvia, die brauchen mich nicht anschreiben, weil mit denen stehe ich sowieso immer wieder mal in Kontakt. Von der lieben Roxana habe ich ja den Adventskalender, da haben wir ja heute schon ein Türchen geöffnet und
Ja, ich freue mich, wenn ihr euch so schnell wie möglich meldet, damit ich euch dann euren Gewinn zukommen lassen kann. Also, bis dann. Also, Ariat in dem Sinne. Ich drücke euch alle. Bis morgen.